Das ist ein bisschen lange her, seit ich zum letzten Mal hier einen Stream gedreht habe. Aber heute, was ich sagen will, ist, wie mit diesem Problem, die einige Leute haben mit dem Exat-Uhr in der MEGA65. Leidentlich haben einige davon Probleme. Eigentlich diese Uhr tickt nicht. Oder nur ab und zu, oder ganz zu schnell, oder irgendwas sonst komisch. Es ist ein bisschen nervig, aber natürlich finden wir eine Lösung dafür. Und diese Lösung ist eher einfach. So, wir haben, der Fokus ist schlimm. Lass mich einfach, okay. So, hier ist das Ding. So, das ist eine klitzekleine Exat-Uhr, die eigentlich, wie man hier vielleicht sieht, es sagt, die ist 3231 für Pi. Das ist eigentlich für ein Raspberry Pi gemeint. Aber wir könnten mit einem kleines Kabelchen ein Adapter machen, dass es mit dem MEGA65 gehen könnte. Und das, zwar, weil es gibt hier diese grobe Verbindung, dass wir als Anschluss benutzen könnten. Und ich zeige dir, wie es geht. So, okay. So, mein Exat-Uhr tickt, so das ist ein bisschen komisch, weil wir würden sehen, dass mein eigentlich tickt. So, ich muss. So, wir haben ein Testprogramm geschrieben. Okay. Und so, man sieht hier, es fragt einige Dinge aus dem RTC. Und vielleicht ein paar von euch haben das schon gesehen. Und hier unten sehen wir, es sagt externalen Exat-Uhr, nicht installiert. Und das ist zwar, es ist hier noch im Hand. Und wir sehen ganz oben hier, dass es sagt, es ist 2:07 nachmittags. Das ist hier falsch, es ist eigentlich gesagt, es ist 9 Uhr, es ist 21 Uhr hier. Aber das ist egal. Was wir sehen werden, ist, dass es sich ändern wird, wenn ich das Ding hier anschließe. So, diese, lass mich das machen. Diese grobe Verbindung, man sieht, hat diese, diese kleine, Haken oder sowas hier. Es kennt nur auf einem Weg in diesem Ding anziehen. Okay, so lass uns das ein bisschen, dass wir hoffentlich die beide sehen könnten. Ich mache es zuerst hier, ganz einfach. Natürlich soll das Computer aus sein, wenn man das macht. Ich mache es, weil es auf ist, euch zu zeigen, aber du solltest es einfach ausschalten zuerst. Okay, so was wir sehen werden, wenn ihr böse seid und mich nicht zuhört, so, wir könnten hier sehen, so sagt immer noch, dass externalen Exat-Uhr nicht installiert. Wir haben das Ding hier. Und sobald ich das Ding anschließe, wir sehen, es sagt eigentlich externalen RTC aktiv. Und hier oben, die Zeit und und alles ändert sich. Und jetzt benutzen wir eigentlich den externalen RTC. So einfach ist es. Du kannst das Maschine ausschalten, das Ding anschließen. Und es wird einfach gehen. Aber es gibt ein Core-Update. Du musst zuerst ein Core-Update installieren oder danach ist es egal. Aber es wird nicht funktionieren, bis diesen neuen Core installiert und benutzt ist. Weil der neue Core sucht nach einem Exat-Uhr auf diesen groben Anschluss und dann benutzt ihn. Und danach ist es so einfach.
das Ding, wir können sehen, es ist jetzt ja, wieder ein, wieder aus, wieder ein, wieder aus. Wir können dann sehen, dass es wechselt zwischen die beiden ja, Exit-Uhren. So, wenn du das Ding bekommst, ganz einfach den neuen Core installieren lassen und dann ja, das Ding verbinden, wenn das Computer aus ist. Bitte nicht, wenn das läuft, wie ich gemacht habe. Und dann ist es ganz fertig. Nichts mehr zu machen. Ihr könnt das MEGA65 Configure benutzen und die Exit ja, zu stellen, was wichtig ist und so weiter. Es geht ganz einfach. Ganz gemütlich danach. Okay, und das war's. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.